Hallo, ich bin Tim Melzer und ich zeige euch, wie man mit viel Fantasie und einer lästigen Assistentin tolle Sachen machen kann. Nein, war nur ein Spaß. Erstmal zur Ankündigung, So Long Dark geht erst am Samstag weiter. Gestern habe ich einen Tag Pause gemacht und heute will ich und morgen werde ich euch verschiedene Sachen zeigen. Heute zeige ich euch wieder mal, wie man programmiert in Stranded 2. Die Extension Mod könnt ihr natürlich auch in dem Original Stranded programmieren, gibt's halt nur weniger Items und ihr müsst aufpassen, dass ihr andere Sachen verwendet. Nämlich nur Sachen, die wirklich da sind. Moment, ich muss das Mikro mal kurz verstellen. Heute machen wir die Teetasse trinkbar. Die gibt's im Original Stranded nicht. Deshalb wird's da schwerer, da müsst ihr das erstmal alles einprogrammieren, dass es die Tasse überhaupt gibt. Okay. Fangen wir doch mal an. Erstmal müssen wir uns die ID wieder raussuchen. Hier über ID Items. Habe ich jetzt schon gemacht, nutzt die Steuerung und F, die Suchfunktion am besten. Ja, ich suche jetzt mal kurz Tasse. So, hat man die Tasse Kaffee, Tasse Kakao, Tasse Tee, müsste dann halt so suchen, die rohe Tasse. Und die Tasse an sich, die ist jetzt entscheidend. Okay, aber entscheidend ist jetzt vor allem, dass wir in Items Extension Edible gehen. Da. Hier sind sämtliche essbaren Items gespeichert. Darunter hier auch rohe Kaffeebohnen und diese tollen Formeln. Wir suchen uns die Tasse Tee. Und die Tasse Tee hat die 313. Heute machen wir sie trinkbar. So, das ist die ID der Tasse Tee. Schauen wir uns auch erstmal den Unterschied an zur Tasse Tee, von Tasse Tee zu Tasse Kaffee. Kann nicht gefunden werden. Warum? Weil die weiter oben steht. So. Wie ihr seht. Okay, das jetzt hat nichts damit zu tun. Hier beginnt die Tasse. Hier haben wir alles, was wir da auch haben. Unten. Aber hier sind noch ein paar Sachen mehr. Material haben wir, zum Beispiel Stein. Das hier ist das, was für uns entscheidend ist. Das werden wir jetzt einprogrammieren, und zwar in die Tasse Tee. Damit wir auch ordentlich einen Tee haben können. Ha, 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 ha. Schlechte Witze. Kennt mich ja. Okay. Also, die ID ist die, halt, Moment, hier sind wir, die 313. Erstmal soweit okay. Name, Tasse Tee. Das Modell, das ist für uns eigentlich unwichtig, das ist schon angelegt. Ist nur zu beachten, wenn ihr Sachen neu einprogrammiert. Werden wir auch noch machen. Ich habe vor, Kokoswasser einzuprogrammieren. Werde ich euch auch noch zeigen. Werden ganz, ganz viele Sachen hier auflisten noch. Bleibt schön am Ball, wenn es euch interessiert. Das Icon kann auch so bleiben. Was haben wir denn noch? Group Modell White. Da unterscheiden sie sich schon mal. Material ist, aus irgendeinem Grund ist das Material hier anders. Passt mal auf, Leaf. Und Tasse Kaffee. Stone. Ist schon mal der erste Unterschied. Das hier ist alles gleich. Gewicht haben wir. Eine Info können wir einprogrammieren. Uns drei. Meine Maus funktioniert nicht richtig. So, das Material machen wir jetzt auch zu Stein. Denn es ist viel logischer, dass eine gebrannte Tasse Tee gehört eher zu Stein als zu Blättern, finde ich. Das ist einfach nur die Größe des Items. Wenn ich die jetzt größer mache, wird das Item einfach nur größer. Hat sonst keinen Sinn weiter. So, eine Info haben wir übrigens auch nicht dazu. Das Gewicht haben wir auch nicht. Warum haben wir das nicht? Weiß ich nicht. So, Material Stein, Info, setzen wir mal wie oben drüber. Dazu geben wir Info, ist gleich ein. So, eine herrliche Tasse voller Tee. Info hat eigentlich keinen weiteren Sinn, das dient einfach nur... das ist das, wenn ihr die Tasse Tee anklickt in eurem Inventar, dass das, was hier steht,
ist einfach nur, steht dann einfach nur da. Wenn ich da jetzt schreiben würde, ein herrlicher Haufen Dung, würde das da zwar stehen, macht aber keinen Sinn, weil das ja eine Tasse Tee ist. Würde aber bei einem Haufen Dung Sinn machen. So, Materialinfo, das Gewicht fehlt. Material, okay, hier haben wir Modell, Icon. Ah, da fehlt noch was, passt mal auf. Jetzt finde ich die Kaffee, Tasse Kaffee, ja. Ach, so eine Sache mit dem Programmieren. Das kopieren wir uns jetzt einfach mal runter. Group, Extension, Potion, Bitzel. Rein theoretisch könnten wir das alles runterziehen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Okay, wir haben den Namen, Tasse Tee, wir haben ein Icon haben wir, okay. Gruppe fehlt. Gut. Gewicht fehlt. So, welches Gewicht geben wir dem Ding mal? Wie schwer könnte eine Tasse Tee sein? Sagen wir mal 400 Gramm. Die wiegt jetzt 400 Gramm. Okay. Weight Model Group. Haben wir jetzt alles angelegt? Okay. Health Change ist gleich 0. Nicht 0. Nicht weiter nachfragen, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, was jetzt kommt. Also das ist erstmal nur das reine Item Tasse. Hat keinen weiteren Sinn. Jetzt geht's los. Script ist gleich Start. Das müsst ihr immer angeben, wenn ihr, wie gesagt, ein Script startet. Dann gebt ihr im Grunde das Script ein und dann müsst ihr immer Script ist gleich End eingeben, damit der Computer weiß, ah, hier beginnt etwas, also irgendwas, was ich damit machen kann, und irgendwo hört es halt wieder auf. Ist einfach nur, damit der Computer weiß, wo er anfangen muss und wo es aufhört. Ich muss jetzt mal ein bisschen was aus der Hand legen. So. Jetzt beginnen wir bei, also on, Doppelpunkt, eat, damit der Computer weiß, ah, wir führen Essen aus. Dann die eckige Klammer, die ich gerade nicht finde. Da. Halt, das war die falsche. So. Eckige Klammer nach links. Process. Leerzeichen. Gänsefüßchen. Jetzt sagen wir einfach nur, was wir machen, wenn wir das essen. Zum Beispiel, wenn wir da jetzt Essen schreiben würden und wir würden das quasi trinken, würde jetzt oben Essen stehen. Bei der Bitterwurzel steht zum Beispiel beim Prozess Erbrechen, weil wenn ihr auf Essen geht, kotzt der Typ halt. Also immer, was auch immer ihr da gerade tut. In dem Fall essen, trinken wir. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Da steht dann einfach nur oben drüber. Wenn ich jetzt da schreiben würde, Pflaumensaft pressen, macht das zwar keinen Sinn, aber es würde halt einfach dastehen. Ihr würdet trotzdem trinken, beziehungsweise in dem Fall essen. So. Dann ein Komma. Jetzt kommt eine Zahl, die angibt, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Eine Tasse Tee, sagen wir mal Zeit. 800, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie die Umrechnungszahl ist, ist ja auch egal. Wenn ich da jetzt 8000 eingeben würde, wird es ziemlich lange dauern. Also das geht relativ schnell jetzt.
zweimal Tabulator. Drink. Halt. Damit der Computer weiß, aha, wenn ich das benutze, muss er trinken. Beziehungsweise das Trinkgeräusch machen. Und jetzt kommen wir auch schon zu diesen tollen, diesen Dingern hier. Ach, hier seht ihr das Prozess. Essen, 1000, was ist das? Von Feigenkaktus. Dann hier das Essgeräusch machen. Jetzt kommen wir mit dem Leerzeichen zu den Werten. Ich habe mir ausgesucht, wir kriegen 0 Leben und verlieren kein Leben. Doppelpunkt. Wir kriegen 2 an Essen. Moment, das muss... Muss das ein Punkt oder ein Doppelpunkt sein? Ich spick mal ganz kurz oben. Das ist ein bisschen nervig. Ah, es muss doch ein normaler Punkt sein, okay. Muss man halt öfter mal schauen. Damit man keinen Mist baut, wenn ihr hier was falsch eingebt, kann es sein, dass das Spiel einfach nicht startet und dann denkt man sich, hä, was ist denn jetzt schon wieder falsch? Oder dass halt ein Skriptfehler entsteht. Dass das Spiel abstürzt, wenn ihr das zum Beispiel nutzt. So, wir würden 2 an Essen dazu bekommen, beziehungsweise wir würden 2 Hunger verlieren. Wir verlieren 30 an Durst. Und wir kriegen 10 an Schlaf geschenkt. Und jetzt am Ende kommt das. Ihr müsst immer das Ende einer Formel mit diesem Komma und Punkt abschließen, sonst zählt das nicht, was ihr da eingetragen habt. So. Local, Leerzeichen, Dollar ID. Es ist etwas Lokales, gebt es einfach mit ein. Jetzt kommt, nein, kein Prozentzeichen, Dollar ID ist gleich. Create, Klammer auf, Gänsefüßchen, Item, Gänsefüßchen, 451, Klammer zu, das. Das heißt einfach nur, wenn wir die Tasse Tee trinken, wir benutzen das Trinken, Audiolay, lokale ID, also wir. Und wenn wir trinken, stellen wir das Item 451 her. Item 451 ist die Tasse. Wenn wir das nicht eingeben, dieses Create Item 451, verschwindet die Tasse. Das heißt, wir würden sie rein theoretisch mittrinken. Es macht aber keinen Sinn. Denn wir kriegen ja die Tasse wieder. Was ja logisch ist. Wir könnten jetzt aber hier auch eingeben, create, was weiß ich, Pilz oder so. Macht aber auch keinen Sinn. Ihr solltet schon versuchen, dass es einigermaßen logisch bleibt. Also ihr wollt das natürlich so, aber dann zerschießt ihr euch irgendwann das Spiel. Also dann wird's irgendwann ganz skurril. Habt ihr Alice im Wunderland oder sowas? So. Wenn wir das aber jetzt so machen, würde die Tasse erstmal nur auf den Boden fallen. Das heißt, die entsteht, aber die ist nicht bei uns im Inventar. Deshalb geben wir jetzt Store ein. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut erkennen, was ich hier eingebe. Leerzeichen. Halt, wo ist das Dollarzeichen? Dollar. ID. Gänsefüßchen. Unit. Gänsefüßchen. Komma 1. Wir sind immer Unit 1. Wenn wir jetzt eine andere Unit eingeben, zum Beispiel von einem Raptor, wenn wir die Tasse Tee trinken, jeder Raptor auf der Insel diese leere Tasse bekommen plötzlich. Ist natürlich auch schwachsinnig. Deshalb müsst ihr im Grunde bei diesen Skripts immer Unit 1 eingeben. Genau. Früher war
Dollar ID. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, stellt ruhig die Fragen. Es kann ja auch sein, dass ich mal hier einen Fehler in der Formel mache. Ist gar kein Problem, das kann man alles unten in den Kommentaren klären. Wenn ihr gerne irgendwas sehen wollt, wie ihr bestimmte Sachen macht, kein Problem. Ich zeige euch später auch noch, wie wir mit wie ihr Handel programmiert und lauter solche Sachen. Da wird's richtig abgefahren. So. Wenn ich, jetzt könnte ich rein theoretisch schon abschließen. Okay. Da brauche ich eins weniger. Nochmal on use. Na, warum hast denn? Ich habe gerade Probleme, die Dinger zu finden. Da gehört ein Leerzeichen dazwischen. Event eat. Hier. Das heißt, wenn wir das Item benutzen, essen wir es auch. Also dieses onEat heißt einfach nur, wenn wir direkt auf den Essen-Icon drücken, beziehungsweise auf R. Und dieses onUse heißt, wenn wir das Item einfach nur auf diesen Benutzen-Button nutzen, wird es auch gegessen. Wenn wir das jetzt nicht schreiben und wir sagen onUse, sagt er mir, das kann ich nicht in die Hand nehmen. Aber essen könnte ich dann trotzdem, in dem Fall sogar trinken. Also hier drink. Also das ist einfach nur damit, wenn wir auf use drücken, das ebenfalls gegessen wird. Leerzeichen. Machen wir wieder nicht die eckige. Die brauchen wir. Mit der eckigen wird's nichts. Skript ist gleich End. Jetzt haben wir rein theoretisch die Teetasse trinkbar gemacht. War eigentlich gar nicht so schwer. Rein theoretisch hätte man auch von oben das runterkopieren können von der Kaffeetasse, aber macht's lieber so, denn so lernt ihr auch für schwierige Formeln, wenn ihr dann selber arbeitet, wie es geht. Aber im Kaffee gibt's jetzt noch eine Besonderheit, die wir nicht haben. Wenn ihr Erfrierungen habt und ihr trinkt den Kaffee, werdet ihr von Erfrierung geheilt. Wenn ihr jetzt die Tasse hier, die Teetasse jetzt austrinkt, nicht. Deshalb fehlt uns noch eine Kommandoleiste. Und zwar hier drunter. Free State, Leerzeichen, wieder Unit, Doppelpunkt, wieder Unit 1, also wir. Und jetzt könnt ihr eingeben, wenn ihr zum Beispiel PUS eingebt und ihr habt eine Eiterung, könntet ihr mit der Teetasse den Eiter loswerden. Macht aber für mich jetzt keinen Sinn, sondern wir wollen auch den Frostbite loswerden. So. Wir können jetzt hier natürlich alle Sachen angeben, bei zum Beispiel dem Gegengift steht da Free State Unit 1 Poison. Könnten wir jetzt auch hier eingeben. Müsst dann hier halt nur das Free State Leerzeichen Gänsefüßchen Unit Gänsefüßchen, Komma 1, Komma Gänsefüßchen, dann tragt ihr ja ein, welchen Zustand ihr loswerden möchtet. Gänsefüßchen, das zu. Kann man hier überall schön eintragen, ist gar kein Problem. Könnte ich hier auch eintragen. Zu solchen Sachen hier kommen wir noch. Also werde ich euch alles noch erklären, wie ihr was macht. So, wenn ihr das alles eingebt und dann noch speichert, haben wir die Teetasse trinkbar gemacht. Gar nicht so schwer. Wie ihr seht, funktioniert es.